Lange, lange ist es her. Und somit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Assassin's Creed Teil. Oder Teil ist natürlich Quatsch, Part. So, komm. Schön. Wir sind mittlerweile in der Haut von Altair, wenn ich das richtig, oh Gott, gesehen habe. Boah, jetzt geht er hier aber ganz schön ab. Nimmt er hier alles auseinander. Ich habe länger nicht mehr gespielt und trotz aller Kritik werde ich weitermachen. Stört mich nicht wirklich. Ich spiele das Spiel einfach, egal ob ich es gut oder schlecht kann. Ich mag, mir macht es Spaß. Und solange es noch den einen oder anderen gefällt, werde ich damit auch nicht großartig aufhören. Aber es sind hier aber auch gerade schon ganz schön viele. Werde ich dich hier auch nochmal kurz auseinander zoomen. Und, upsala. Wen visiert er denn die ganze Zeit hier an? So, ich würde jetzt auch mal gerne wieder schnell gehen, laufen. Komm, ey. Hüpfe ich hier nochmal kurz hoch. Und dann mal gucken, was uns hier jetzt in diesem Zeitabschnitt erwartet. So, tschüss. Und ab geht's. So, hier jetzt einmal mal den Weg entlang. Oh Gott, tut mir leid. Nicht gesehen. Bist du böse? Nee, bist du nicht. So, ich denke mal hier, der Weg wird der richtige sein. Schlagen wir ihn nochmal ein. Ah, komm, helfe ich hier jetzt auch nochmal kurz. Oh. Dich will ich. Geh weg. Hopp. Ach, komm. Mach doch. Geht doch. So. Und zu dir hier dann jetzt auch nochmal. Tät ich dich nochmal. Komm schon. Sehr schön. Ah, oh, es kommen auch wieder immer mehr. Boah. Er will's wissen. Ah. Komm, greifen. Ah, schade, hat leider nicht geklappt. Treten. Und jetzt. Oh, noch mehr. Das artet hier schon langsam aus. So. Mit dem Treten klappt es dann doch immer noch relativ gut. Wieder mal einfach den Weg hoch. Ich probiere den hier grob einfach auszuweichen. Damit es sonst einfach ein wenig zu lange dauert und ich euch auch noch natürlich ein bisschen mehr zeigen möchte als lediglich dieses blöde Rumgespiele oder Töte, sagen wir so. Gut, hoch kommt er hier nicht. Jetzt kommen wir noch hinterher. Laufe ich hier kurz an der Seite lang. Und hier wird es auch wieder hochgehen. Und dich schalte ich kurz aus. Und, oh Gott, ja, den hat er hier nochmal gut ausgeschaltet. Ich jetzt hier auch nochmal. Ah! Kann ich einmal weglaufen, weglaufen, weglaufen? Oder ich würde einfach mal gerne mein Schwert nehmen. Ja, pass, 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 Mediziner B. Ja, ganz ruhig. So, komm, Meisterlampe. Wie block ich denn nochmal? Es kann doch nicht sein, dass ich hier mal nicht weiß, wie man blocken kann. Muss ich mal auf die Steuerung gucken. Das ist mir jetzt in den letzten Tagen, mittlerweile ja Wochen, leider entfallen. Waffe, ja. Sieht das hier nicht Schwert? Waffenrad. Nee, leider nicht. Und da es hier leider auch nicht steht,
und ich jetzt die ganze Zeit ordentlich auf die Fresse bekomme, weil hier die ganze Zeit irgendwelche Gegner von alleine analysiert. Ach, das... Ja, jetzt weiß ich es. Nein, irgendwie... Oh Gott, komm. Die hauen die ganze Zeit genau im richtigen Moment. Scheißviecher. Sag ich ja. So, jetzt du auch noch. Und wenn du jetzt auch noch weg bist, dann kannst du hier nicht weiter zur Sache gehen. Oh, komm. Da kommen wir gerade an. Ah, ich hab doch Konter gedrückt. Mensch, Jungs. So. Geht doch. Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Spann einen hier manchmal auch ganz schön auf die Folter. Oh, noch mehr. Da werde ich jetzt einfach wieder nur dran vorbeilaufen. Oder komm, dich mal hier platt. Also eigentlich schon immer. Und dann ist hier gleich noch einer. Also solange das hier jetzt so ein Durchlauf ist, ist es ja in Ordnung. Ich drück, ich hab... Ja gut, egal, egal. Lauf doch bitte einfach. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg. Ja, er macht's nicht. Ja, komm. Aha. Geht doch. So, dann... Oh, Mann. Es ist halt jetzt aber auch echt ganz schön nervig. Und so, mit dem Ausweichen klappt es dann hier noch schön. Mit dem Ausweichen klappt es dann hier noch relativ gut. Ich hoffe, meine Medizin hält noch ein wenig. Den Kreuzritter unentdeckt eliminieren. Noch ein Schritt und euer Mentor stirbt. Okay. Wer ist jetzt mein... Ihr kommt nicht mit dem Leben davon, Verräter. Nein, ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Was bist du dann? Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt. Das macht euch noch erbärmlicher. Gut. Unser Ziel steht ja jetzt fest. Was mir jetzt spontan noch einfällt, was mich stört und was auch für euch ein bisschen umständlicher sein kann. Alle angreifen. Oh, ups. Egal, dann halt nicht 100%. Untertitel. Der soll an sein. Weil das doch gelegentlich immer mal wieder hilft, vor allem wenn ich auch noch rede. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allen, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum das? Teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo das lass mal meine Sorge sein. Ah. Ah, jetzt macht das. Ja. Nein. Nein! Oh Gott. Das war natürlich sehr gut. Ach, stimmt ja. Er hätte ja gar nicht diesen Haken, den unser anderer lieber Freund hatte. Ganz vergessen. Na, wo ist jetzt ein Gegner? So, Nummer 1 weg. Nummer 2 ist auch weg. Noch ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter? Das überrascht mich. Ihr habt was mache ich denn viel... jetzt? Pfeile habe ich alles nicht mehr. Al-Muralim, doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder.
so. Ja, ich habe keine. Was ist denn rechts? Sind das Wurfpfeile? Hä? Warum wählt das denn? Ja, so. Und mach das. Warum die desynchronisiert? Oder hätte ich ihn einfach nur von hinten umlegen sollen? La 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 la. Oh. Oh, böse, böse, böse. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Klar. Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allen, was ihr gelernt habt? Sonst machen? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Macht das schon wieder nicht. Macht das hier? Auch nicht. Gehen wir noch ein weiter nach rechts. Macht das auch nicht. Jetzt macht das. Es ist schon manchmal echt ein bisschen eigenartig, dieses Spiel, aber was soll's. Es ist natürlich alles meine Schuld, etwas anderes kommt nicht in Frage. Dich lege ich auch nochmal um. Noch ein guter Mann ist tot. Jetzt hat er noch einen getötet. Weiter? Das überrascht mich. Ihr habt mich viel gelehrt, Al-Mualim. Was ist Doch hier? Geduld gehört nicht dazu. Sprecht oder ich schneide gut. Euch die Zunge gleich mal runter. Und ihr sprecht nie wieder. Attentat. Hoffentlich kommt der André gleich auch nochmal lang. Oder ich probiere es einfach so. Erstmal jetzt seinen Laufweg probieren zu studieren. Eure Zeit läuft ab, alter Mann. Sagt Nein, mir, was ihr über den er kann mich wisst. Hier rein theoretisch Sagt sehen. Mir, wo ihr nach ihm sucht. Das ist doch nur ein kleiner Preis, um das zu bewahren, was ihr hier errichtet habt, oder? Na. Er soll sich bloß von mir wegdrehen. Nein, er hat mich wieder gesehen. Warum? Warum? Er steht mit dem Rücken zu mir. Wie sieht er mich? Ich verstehe es nicht. Vor allem ist ja das Problem, dass ich nicht mal die nötigen Utensilien habe, um ihn da groß aus der Ferne auszuschalten. Den einen. Ich habe lediglich... Ja, kennt man jetzt schon. Alte jetzt Szene. Ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allem, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? So. Wo ist euer Gemeinschaft? Diesmal sind wir ohne Probleme hochgekommen. Das ist doch ein Unding. Komm, Attentat. Und dich auch nochmal kurz umbringen. Jetzt ist er dahin. Noch ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter. Jetzt noch ein Versuch. Das überrascht mich. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mualim. Doch Geduld gehört nicht dazu. Attentat. Sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder. Diesmal kommt er her. Oder was macht er? Ja, das war doch mal eine sehr, 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 sehr wichtige Runde, die er da gehen musste. Attentat. Probier es diesmal anders und lass den Typen hier einfach weg. Weil ich habe keine Waffen, mit denen ich ihn großartig ausschalten kann. Das ist ja Quatsch. Hier ein Wurfmesser, welches ihn nicht sofort tötet. Eure Zeit läuft ab, alter Mann. Solange das der Fall ist. Sagt mir, was ihr über den Edenapfel wisst. Sagt mir, wo ihr nach ihm sucht. Probier es einfach über hier. Das ist doch nur ein kleiner Preis, um das zu bewahren, was ihr hier errichtet habt, oder? So, jetzt soll er mal herkommen. Weil er ist blind, er sieht mich schon mal nicht. Also komm her. Tut er aber nicht. Selbst wenn ihr das Artefakt findet, was hättet ihr davon, ha? Ihr habt weder das Können noch die Abstammung, um seine Macht zu entfalten. Also ich bin ehrlich. Für euch ist es eine verführerische und mächtige was, Waffe. Was passiert jetzt? Ja, oben rechts läuft eine Zeit ab. Nee, das ist die Entfernung. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das ist mir gerade ein Rätsel.
Er kommt nicht hierher. Er dreht hier nur seine Runde. Vielleicht kann man den anderen... So, drei Männer starben, weil ihr nicht sprechen wollt. Euer Schweigen besiegelt auch euren eigenen Tod, Assassine. Er hat mich. Mein Meister erwartet Antwort. Und nee, wenn diesmal hat er mich nicht gesehen. Bekommt ihr euren Kopf. Oh. Ah, diesmal ist er hier. Vielleicht sieht es hier jetzt ein bisschen besser aus, auch wenn ich es mir nicht ganz vorstellen kann. Was soll ich denn sonst... Ja, geht ja gar nicht. Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Hä? Ja, sehr schön. Ihr habt so viel Vertrauen zu den Menschen, alter Herr. Die Templer kennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm und engstirnig. Nein. Unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. Vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil. Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Ja, das klingt natürlich logisch. Aber mich wundert's, warum ich das diesmal geschafft habe. Es war nichts anders, es lief nichts anders. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber es ist auch gar nicht so wichtig. Ich werde hier jetzt diesen Part beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.